Ja, meine Freunde, servus, ich bin's wieder, euer Blogger. Und in diesem Video möchte ich euch ein Programm zeigen, das es sowohl als auch für iOS und Android gibt und jetzt auch neuerdings am PC. Ich weiß natürlich nicht, ob es neuerdings ist, aber ich habe das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen ausprobiert. Schon ein paar Tage, Wochen lang, weil eigentlich noch nie irgendwie so ein richtig perfektes, eine perfekte kostenlose Alternative zu der Pro-Version von Photoshop gefunden habe. Und es gibt hier oben etwas, ihr seht es hier oben schon, ein PS-Zeichen. Was heißt PS? Nicht Pferdestärken, sondern Photoshop Express. Gibt es auch fürs Android-Handy. Und ja, du kannst jetzt hier mit der Kamera selbst eins schießen. Da geht allerdings die Kamera über mir an, und weil die andere nicht angeschlossen ist. Und du kannst jetzt hier auf Bibliothek gehen. Ich war heute ein bisschen fotografieren, Winterlandschaften. Gehen jetzt einfach mal auf irgendeins. Du kannst leider nicht mehrere auswählen, also mit gedrückter Shift-Taste kannst du nicht mehrere auswählen. Geht leider nicht, aber wenn du jetzt nicht so viel hast, dann kannst du das gerne auch nutzen. Wir nehmen jetzt einfach irgendwas, nehmen das, Doppelklick drauf, wird hier geöffnet. Und du hast jetzt hier praktisch verschiedene Filteranwendungen, Filtermöglichkeiten, die du anwenden kannst. Er ruckelt manchmal ein bisschen rum, aber das sollte jetzt nicht so schlimm sein. Kannst jetzt hier, würde perfekt zu Winter passen, aber für meinen Geschmack, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mache das immer so nach Eigenermessen und so weiter. Deswegen gehen wir jetzt hier oben wieder auf Normal, gehen dann hier drauf und stellen unsere eigenen Einstellungen sozusagen zusammen. Dass wir sagen, beispielsweise hier bei der Belichtung gehen wir ein bisschen, weiß nicht, fast schon zu hell, ungefähr so. Beim Kontrast gehen wir ein bisschen was dazugeben. Bei den Lichtern, ja, passt eigentlich auch. Gehen wir jetzt hier mal zu den Schwarzwerten, schauen wir mal, was passiert. Also immer ein bisschen ausprobieren, mache ich auch heute noch sogar, einfach immer ein bisschen herum experimentieren. Dann als nächstes gehe ich immer zur Farbe, gehe hier erstmal zur Sättigung rein und drehe erstmal ein bisschen die Sättigung hoch, gehe dann zur Dynamik und mache das gleiche da auch, dann wird hier der Hintergrund ein bisschen heller, macht auch ganz geile Sache eigentlich. Dann gehen wir hier auf Effekt, hier könnte man Dunst entfernen, mache ich aber jetzt nicht, ich gehe hier auf das untere hier, wähle mir hier ungefähr meinen Radius aus, ich weiß nicht, kann man das verschieben, nein, kannst nicht, kannst es nur größer machen, ich will jetzt ungefähr den Blickfang ungefähr auf diesen Zapfen hier haben und dann machen wir hier das Ganze ein bisschen dunkler, du kannst es auch ins Extreme ziehen, aber dann schaut es meines Erachtens nicht so schön aus. Immer ein bisschen weniger als zu viel, deswegen ungefähr so. Ja, das war's eigentlich, was sonst kann man hier eigentlich, du kannst hier zwar noch schärfen und so weiter, aber das mache ich nicht, weil ich von Grund her rein eigentlich schaue, dass ich das möglichst scharf hinbekomme. Klar ist ein bisschen Unschärfe drin, aber mein Gott, es kommt ganz gut auf Instagram an, Link dazu ist unten verlinkt. Dominik-Fotografie, gerne mal drunten vorbeischauen, ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Ja, hier gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten. Ja, das war's aber eigentlich. Dann kannst du jetzt hier noch, wenn du jetzt irgendwas hast, reparieren, rausstreichen, können wir ganz kurz mal machen, dass wir sagen, wir nehmen die Pinselgröße so und ja, du könntest jetzt hier praktisch. Komischerweise kann man nicht fahren, sondern du musst immer klicken. Und dann kopiert er das komischerweise hier immer. Schaut ganz spooky aus. Drum gehen wir jetzt hier einfach wieder auf rückgängig. Haben wir jetzt noch was? Ja, hier haben wir was gemacht, aber es ist egal. Genau. Dann kannst du jetzt hier noch irgendwelche Rahmen und sonstiges, aber es ist eigentlich Schnickschnack auf hohem Niveau, so geht's immer. Und ja, deswegen war es das soweit. Ich zeige jetzt noch ganz kurz hier oben die Funktionen rückgängig, vorwärts. Hier kann man dann auf automatisch verbessern, aber ich bearbeite eigentlich meine Bilder immer selbst. Deswegen nutze ich eigentlich das nicht.
Dann hier kann man sich jetzt noch das Original anzeigen und das ist eigentlich schon ein großer Unterschied zum bearbeiteten Bild oder bearbeiteten Bild. So, hier kannst du noch reinzoomen, gehe jetzt einfach mal davon aus, jawohl. Und ja, und hier speichern, Freigabe drucken. Freigabe funktioniert bei mir aus irgendeinem Grund nicht. Und hier speichern, gehen einfach mal jetzt da drauf. Er hat uns das jetzt hier schon bei Instagram, da wo ich meine bearbeiteten Bilder reinspeichert, schon mal ausgewählt. Und wir nennen das jetzt einfach, also wir nennen das Schnee. Ja, einfach Schnee ist jetzt fürs Tutorial passt. Und ja, dann rendert er das Ganze oder speichert das Ganze. Und wir warten jetzt ganz kurz, bis diese Ringelnatter hier vorbei ist. Und schauen jetzt uns hier nochmal ganz kurz hier die drei Punkte an, was hier noch so gibt. Voreinstellungen und so weiter und so fort. Du kannst die hier ja, anmelden, musst du aber nicht. Und ja, genau. Dann darf ich sagen, wir schließen das Ganze. Jetzt schauen wir uns hier einfach mal das fertig bearbeitete Bild einfach an. Wir gehen hier unten auf, ja, dann hier Bilder, Instagram und hier ist das fertig bearbeitete Bild. Wunderbar. So, als nächstes zeige ich dir natürlich noch, wo du das Ganze herbekommst. Ganz einfach hier Microsoft Store, Suche, Photoshop, brauchst du nur PHO, dann kommt es schon hier, Photoshop, Adobe Express, ganz kurze Ladeschnecke wieder, liegt aber an meiner Internetverbindung und hier müsste bei dir stehen, installiert, beziehungsweise erst herunterladen, dann installieren und dann schaut es eigentlich genauso aus wie bei mir hier. Und ja, das war's eigentlich zu dem Ganzen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du auf meinem Kanal bist, kannst du dich gerne abonnieren, da hat mich gefallen. Und dann sieht man sich einfach im nächsten Video. Servus, habe dir Eierblocker, ciao, bis zum nächsten Mal.